Ja, grüß euch meine lieben Abonnenten. Da dieses Jahr noch nicht so die Knaller-Videos bei rumgekommen sind, dachte ich mir, chill ich mal hier in der Lounge von McFit. Mal was hier für nobles Mobiliar hier ist. Ja, man denkt hier mal, ist hier im Ritz-Kalter, ne? Oder mein Lieber, man denkt hier, ist mir im 5-Sterne-Hotel hier. Also ich habe heute Rücken trainiert mit meinem Michael, meinem Manager. Der musste aber dann zum Zahn ziehen, zum Doktor. Gute Besserung an dieser Seite für dich. Und habe hier einen Kollegen getroffen, ja, der sich noch unschlüssig ist, ob er visionär auf das Bild möchte oder nur Audio. Wir können erstmal nur im Audio machen. Du hast gestern Brust trainiert und Titten trainiert, ne, mal besser? Ja, warte. Heute war das. Und was ist dein Lieblingsübung? Bankdrücken, Seilzug, was machst du da? Freigewichte? Was machst du da so? Seilzug am liebsten, von oben. Das mache ich auch gern. Hast du schon mal ausprobiert, auf der Bank dich hinzulegen so? Ist auch ganz gut, ne? Ja, aber das ist nicht so meins. Fühlst du deins? Nee, also mit einzelnen Handeln, das kann ich nicht so gut. Okay. Und was hältst du? Nee, es gibt auch auf der Bank mit Seilzug. Kannst du auch. Machst du die unten dran, die Kabel? Machst du vor oben so ziehst du? Ach so, das kann ich. Ja. Ja, das hab ich nicht gemacht. Das müssen wir auch nichts mehr machen, weil das wird die Titte richtig schön reizen, ja, den Muskel richtig schön ansprechen. Und vor allen Dingen das Gute bei Seilzug ist, keine Verletzungsgefahr und die Bewegung ist vorgegeben. Also geringe, da muss man schon ein Riesenidiot sein. Ja. Die Bewegung ist vorgegeben und es ist durch das Kugellager. Durch diese Bewegung ist das immer sehr schön zu handeln, finde ich jetzt. Ne? Und ja, und trainierst du wie oft? Trainierst du in der Woche mal besser? Also wenn es geht, jeden Tag. Jeden Tag? Ja, in der Regel. Machst du aber auch nur eine Muskelgruppe pro Tag dann, ne? Ja, also ich war heute, ja, zwei. Also heute war Brust und Trizeps. Wie lange bist du hier schon lange? 3 Monate. Oh, hab ich schon nicht so oft gesehen. Hältst du dich öfter so in dem Alibi-Bereich hier oben auf? Nee, ich bin eigentlich fast nur im Power-Bereich. Also unten? Ja, aber die, mit denen ich hier bin, die können oft nur abends. Ah. Und entweder ich bin halt vor 5 hier oder nach 9 abends. Oder 10, weil ich habe keinen Bock, wenn das so voll ist hier. Ja, das stimmt. Dann empfehle ich die Nachtzeiten. Wenn du so immer gegen 12, halb 1 kommst, das ist schön ruhig. Da sind wirklich nur 5, 6, 7 Leute hier, die das Training ernst nehmen, ja, die gut. Wirklich pumpen und die Fresse halten. Und da ist die Musik auch anders, da ist so richtig Disco-Mucke laut. Der Putzmann, der macht immer die Musik da irgendwie laut. Und es ist wirklich schon so elektronische Tanzmusik. Nicht so wie hier, so immer die Warteschleife, immer dieselbe Musik. Ja, nachts kann ich empfehlen. Ich hab mal eine Playlist. Oder so, weil die meisten sind sowieso mit Kopfhörer. Die kann man ansprechen, kann ich 16er mal haben. 16er, muss man antippen. Und die verstehen nichts, weil die haben die ganze Zeit die Dinger in dem Schädel, ne? Ja. Ja, kann ich empfehlen, nachts finde ich das geil. Oder morgens ganz früh, 5, 6 Uhr ist auch geil. Ja, morgens schlaf ich noch. Da sind die knackigen Omis hier. Ja, mein Lieber, in diesem Sinne gehen wir, würde ich empfehlen, mach mal zwischendrin ein, du bist nicht, jetzt bist du sehen, wenn du das Gesicht jetzt, da hinstrickst. Würde ich empfehlen, mach mal zwischendrin einen Tag Pause, damit sich der Muskel auch erholen kann. Ja, ich mach immer ab und zu. Oder den Tag, wo du normal sagst, ich mach jetzt was, machst du halt, läufst halt zum Beispiel, machst du nur Cardio, oder machst du mal Beine, oder machst du mal nur Plauze, weil der Oberkörper mal, auch mal ruhen lassen, ne? Sonst ist es schwierig, dass ja, du... also jeder dritte Tag ist ja eigentlich Beintraining. Mal kurz so die Beine, das sind schöne, gute Schenkelchen. Und wusstest du überhaupt, dass wenn man Beine trainiert, dass der Oberschenkel ist der größte Muskel des Körpers, ne? Ja. Die Wachstumshormone, die du beim Beintraining ausschüttest, helfen dir auch zum Beispiel am nächsten Tag bei Brust- oder Bizeps-Training. Das ist ja die Wissenschaft, die ich auch nur herausgefunden habe, weil ich so gerne in YouTube stöber. In diesem Sinne, mein Bester, wünsche dir einen wunderbaren Tag, gib ein High Five für TV. Plauze mal besser, jawohl.